Könntest du dich kurz vorstellen, wer bist du und warum machst du einen Film? Ich heiße Bijan Zende und ich mache ein Video zusammen mit meinem Sohn über die Gruppe Free Isha Momini für das Facebook-Contest Facebook for Good. Wer ist diese Unbekannte, von dem du in dem Titel deiner Geschichte redest? Diese Unbekannte heißt Isha Momini. Sie ist eine iranisch-persische Studentin, die im Rahmen ihrer Masterarbeit über das Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau im Iran dort Interviews geführt hat. Sie wurde während einer Verkehrskontrolle gefangen genommen und in das berüchtigte Evin-Gefängnis gebracht. Die Eltern wurden damals eingeschüchtert und konnten oder sind erst nach einer Woche an die Öffentlichkeit gegangen mit der Meldung und der Gefangennahme von Isha. Welche Rolle spielt Facebook dabei? An dem Abend, als ich die Meldung las über Isha und ihre Gefangennahme, da war ich irgendwie sehr betroffen, vor allem über diese Einschüchterung der Eltern und wie hilflos die da waren. Und das hat mich dann so bewegt. Und was habe ich mir vorgestellt, was kann ich tun? Ich bin in Facebook gewechselt und habe dort eine Gruppe gegründet, Free Isha Momini. Und als sie am nächsten Morgen dann zurückkam, waren über 40 unbekannte Leute in der Gruppe schon eingetreten, die auch dann weitere Freunde einluden. Und es war unheimlich toll, wie schnell dann die Gruppe groß wurde und wie wir uns dann darüber ausgetauscht hatten. Und ich habe dann Leute getroffen oder kennengelernt, die ich bis dahin überhaupt nicht kannte, aus der ganzen Welt, die in diese Gruppe eingetreten waren. Was hast du aus dieser Sache jetzt gelernt? Ja, für mich ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau eine wesentliche soziale Bewegung auch des 21. Jahrhunderts. Und ich glaube, dieser Fall zeigt sehr deutlich, dass keine Regierung und keine Religion diese Bewegung aufhalten kann. Ich glaube, dass auch wir mit Facebook auch eine Plattform haben, wo man diese Bewegung sehr schön mitverfolgen und mitbegleiten kann.